So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Undercover. Im letzten Part, wenn ich mich recht erinnere, ist ja jetzt erst seit ungefähr 5 Minuten her, haben wir in Nigel und seine Crew abgezogen und können jetzt ein Auto wählen. Ford Mustang GT, Mazda RX, Chevrolet Camaro Concept, Toyota Supra. Okay. Dann Dodge Challenger, Mitsubishi Lancer Evo oder den normalen. Wie unlogisch, der die MR Edition ist schlechter wie die. Ich wäre vielleicht schon fast für den da. Ich möchte die mal vergleichen, also Camaro oder Lancer. Habe ich eine Maus? Nein. So, Handling ist so. Hat, also der Camaro hat mehr Handling. Höchstgeschwindigkeit hat der Lancer mehr. Und Beschleunigung hat der Lancer auch mehr. Dann nehmen wir einen Lancer, würde ich sagen. Camaro ist schon geil, aber ich glaube nicht so sinnvoll. Der hat eine kranke Beschleunigung. So, den vergleichen wir jetzt mit dem TT. Mit dem besseren fahren wir. Ich glaube, der TT ist um einiges besser. Mit Abstand. Was haben wir so zu tun? Schauen wir auf die Karte. Ganz schön viel. Kopf ausschalten, Sprint. Den haben wir ja schon mal nicht geschafft. Gibt's noch so. Machen wir mal hier. Sachschaden. Oder was gibt's noch? Cops ausschalten, Checkpoint. Machen wir mal Checkpoint Race. Da haben wir schon unser Ruder bei. Wir haben nicht wirklich viel Zeit. 5 Checkpoints sind es insgesamt. Und das war Nummer 1. Okay. 46 Sekunden haben wir jetzt Zeit, dass wir bis zum nächsten kommen. Ja, den haben wir im letzten Part getuned. Stufe Pro, Stufe 2 sozusagen. Der Street Pro Race ist es genau. Und das merkt man schon, also der geht schon richtig steil jetzt. Ups. 32 Sekunden bis zum nächsten. Also nee, also plus 32 Sekunden haben wir gekriegt. Plus die Restzeit. Ich glaube, beim Most Wanted hatten wir doch mal so ein Rennen, wo wir bei den Checkpointen immer gerade noch so hingekommen sind, auf die Sekunde. Genau. Oder war das bei Most Wanted 2? Das weiß ich gerade leider nicht mehr. Sunset Hills,
hier ist das Checkpoint und jetzt ab zum letzten, 1 Minute 23 Zeit, 23% Strecke. Ich weiß nicht, ich habe neulich mal einen Kommentar von einem gekriegt von euch. Low FPS, ich weiß nicht, wie kommt ihr auf sowas? Ich meine, ich nehme hier mit 30 auf und habe um die 80 FPS. Also so, keine Ahnung, was ihr euch da so vorstellt. Da war ich leicht verwundert. Das war's. Dominiert sogar. Oh, gerade noch so. Fast. Dann kriegen wir wieder Getriebe plus. Hier, wie hier ist kein Rennen. Sachschaden nehmen mag ich jetzt nicht machen. Ich mag was anders fahren. Machen wir halt hier mal Checkpoint Race Master Event. Das wird knapp. Das wird knapp. Also Master Event sind ja immer die, die schwerer sind als die anderen. Oh. Oh. Bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Weil Master Events. Ah. Weiß ich immer nicht so ganz. Boah, du Hund, biegt der da einfach ab. 30 Sekunden haben wir noch. Und da kommt er schon. Gut, wenn wir das so locker schaffen, dann gefällt mir das. Weil da kriegt man ja mehr Geld und mehr Ruf und alles. Wundert mich, dass der jetzt seinen Spoiler nicht ausfährt. TT hat ja den Spoiler drin, den Ausfahrbahn. Im letzten Part haben wir ja gelernt. Was haben wir gelernt? Richtig. S5 hat keinen ausfahrbaren Spoiler in dem Baujahr. Der TT dagegen eigentlich schon, aber der hat auch kein Tagfahrlicht. Zumindest sieht man es nicht. Man sieht nur die Ansätze. Ich muss darüber. So, da unten, der hat so gerade Striche unten. Unter den richtigen Scheinwerfern. Und der hat eben auch einen Spoiler, der bei 120 ausfährt. Bei 80 dann wieder ein. Ah, ich bin falsch gefahren. Schön zu wissen. Oh, es gibt doch nichts Dooferes. Als diesen Speedbreaker. So, schießen wir vollen Berg runter. Für ein Master Event ist es echt relativ leicht. Und das liegt einfach daran, dass das Auto so abgeht. Das glaube ich jetzt aber nicht unbedingt. Alter. Oha, ey, so ist das doch auch lässig zu fahren. Scheiße, bin schon wieder falsch gefahren. So dagegen ist es voll langweilig zu fahren, finde ich. So, ein Checkpoint haben wir noch.
Wenn wir die Ansicht jetzt mal mit der Ansicht aus Grid 2 vergleicht, wo da schön alles drin spiegelt und hier einfach nichts. Da merkt man schon wegen dem Fortschritt der Technik und die Möglichkeiten, die sich bieten, die man hat. Hui. Sogar dominiert. Aha, wie geil. Saumäßig knapp. Gefällt mir. Plus 3% Reifen. Kopf ausschalten will ich auch nicht machen. Dass die das nicht kapieren. Ja, Checkpoint Race. Mach mal. Mach mal eine Checkpoint Race Folge. Du bist alleine, Kumpel. Brauchst dich jetzt hier gar nicht so cool fühlen. Vier Checkpoints nur. Ja. Sehr gut gemacht. Ich würde mal sagen, ich... Scheiße, was geht mit meiner Stimme ab? Sorry, jetzt halt. Ich würde mal sagen, dass ich jetzt vergessen habe, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Scheiße. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ich hab's halt ernsthaft vergessen. K&N get more horsepower. K&N haben wir ja bei Grid 2 im Moment auch als Sponsor drauf, wenn ich richtig lieg. Oh oh, oh oh. Ich hätte da links fahren sollen. Okay, gut, war keine Abfahrt. Nee, Abfahrt, das wird sich dann auch blockieren. Das zeigt wahrscheinlich halt einem immer nur den schnellsten Weg an. Und wenn man falsch abbiegt, geht gar nicht. Weil da ist ja dann immer die Bande. Ja, ja, zieh voll rüber einfach. So wie hier, dass wir jetzt auch nicht falsch rechts fahren oder so. Oder hier. Ja. Das war auch gut. Eben. Blöde Motorhaube weg. Gewichtsersparnis. Wie sogar Audi-Ringe draufsteht. Und V6. Obwohl es auf dem Bild definitiv kein V6 ist. Ja, gewonnen. Wer dominiert sogar? Teilrabatt, wieder 4%. Checkpoint, Revenge, Sheridan. Machen wir. Fahren wir da, das ist gescheiter, glaube ich. Aber beabsichtigt. Ja, da haben wir ja das letzte Mal schon gelernt, fahren wir hier rum. Prozent haben wir schon wieder abgeschlossen, es geht ja zack. Zack, zack, Schlag auf Schlag. Das Lied ist irgendwie auch cool. Never would I leave me, never would I leave me alone. So, und da kommt der nächste Checkpoint. Noch 50%. Und der zweite erst. Achso.
Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass das Nitro noch so, boah, verdammt lang hält. Also wenn, falls wir das Rennen dominieren sollten, dann wäre das ein echtes Wunder. Alter, voll gegen die Außenmauer pfiffen. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich kann gerade null fahren. Also schaffen werden wir es auf jeden Fall, aber ich nehme an, dominieren auf keinen Fall. Doch, sogar. Und sogar noch mit 5 Sekunden, ja, 6 Sekunden Vorsprung. Passt, Einnahmenbonus plus 18. Haben wir noch irgendwo ein Master Event? Offen. Ich glaube, das da ist doch ein Master-Event. Versuchen wir den halt einfach mal. Nochmal. Haben wir ja schon mal gemacht, wie gesagt. Notfalls müssten wir mittlerweile auch genug Geld haben, um unser Auto nochmal zu tunen. Da zwei Lambos, ein Mercedes, zwei Porsche. Und irgendwie, keine Ahnung, was das andere darstellen soll. Na, das ist noch ein Porsche. Ein Porsche, zwei Porsche, drei Porsche. Ein Mercedes, zwei Lambos, zwei Audis. Das ist halt schon um einiges schwerer als ein Checkpoint Race. Verdammt. Ja, 7. von 8. Ja, ich kann's. Tschüss. Gut, es sind Stufe 2 Autos. Das ist doch unfair. Hau doch ab von mir. Ach, nur 10 Sekunden. Alter, ist doch nochmal schön, wie schnell die sind. Krank. 15 Sekunden, also ich komme hier nicht mal ansatzweise mit. Ich kann vielleicht um Platz. Okay. Probieren wir gar nicht länger. GPS-Karte. Ja, hier bin ich. Das ist mir schon klar. Hey, ich will ein Checkpoint Race. Was ist denn das da? Highway Battle. Details. Was ist denn Taste 2?
Falsche Taste war das. Und wieder rauf da. Die 5000 kriegen wir da. Versuchen wir unser Glück mal. Leben Mercedes. Ich weiß nicht, wieso die auf die Idee kommen könnten, dass ich eine andere Ansicht plötzlich will in dem Rennen. Schleierhaft. Ey, so krass viel Verkehr, das ist doch nicht mehr schön. Geschafft. Sogar dominated. Oh, Reifen. Oha. Und Nitro auch noch mehr. Sehr geil. Ah, Stufe aufgestiegen, deswegen haben wir zwei Sachen gekriegt. Fahrerlevel gestiegen auf Level 9. Plus 5% Reifenverbesserung. Hörst du, Süße? Schaff deinen Hinter zurück nach Palm Harbor und sieh dir meinen Schlitten an. Wir können zusammen eine Spritztour machen. Sie will eine Revanche. Damit wir dieser Revanche aber bürtig entgegentreten können, müssen wir hier mal das Leistungstuning vollziehen. Nitro haben wir Aufladung. Fahrwerk, Antrieb, jetzt müssten wir die Bremsen und die Reifen auch noch unterkriegen, würde ich sagen. Dann sind wir wieder auf 6000, das Auto ist aber sehr getuned. Optik mal schauen, kriegen wir jetzt da ein andere Karosse. Das ist noch gesperrt. Na, wurscht. Bleiben wir einfach so, wie es ist. Und nehmen wir die Revanche noch in der Folge an. Ich würde sagen, im nächsten Part nehmen wir sie an. Ja, im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's mir gut. Und auf Wiedersehen, ich bin's, euer Flashy. Ciao.